Erklärung. Es ist klar, letztes Mal ist uns das auch passiert. Ganz am Ende des Shiurs haben wir ungebetene Gäste gehabt. Die haben da quer geschossen. Deswegen ist leider diese Vorsichtsmaßnahme sehr angebracht. Ich hoffe sehr, dass sich niemand davon abhalten lässt, durch das Passwort am Shiur teilzunehmen, am Kurs. Und ich freue mich, Sie alle hier zu sehen. Ja, wir haben eine aufregende Zeit. Wir springen gleich ins Thema rein, in dem die Verschwörungstheorien gehen wild hin und her und haben Hochkonjunktur. Und wir wissen, dass das eine höchst gefährliche Angelegenheit ist. Verschwörungstheorien bieten Nährboden für Hass, für verwirrtes Denken, für Unklarheiten. Es ist nicht mehr klar zu unterscheiden, was ist wahr, was ist spekulativ. Und deswegen wollen wir heute der Sache ein bisschen auf den Grund gehen und schauen, wie geht man am besten mit Verschwörungstheoretikern um oder ganz allgemein mit Demagogen. Und zu diesem Zweck möchte ich gerne unseren Wochenabschnitt heranziehen. Der ist nämlich höchst spannend. Einer der Wochenabschnitte, bei dem wir in ein tiefes psychologisches Feld eindringen dürfen und einen Einblick kriegen, wie der Mensch funktioniert unter der Oberfläche. Und dafür hält die Geschichte, die wir diesen Schabbat antreffen, im Wochenabschnitt her. Das ist die Geschichte von Korach. Die Geschichte von Korach ist hauptsächlich im 16. Kapitel beschrieben. Und ich möchte da gerne Hannah, laden Sie ein, weil ich kenne die Leute nicht alle einzeln. Ja, mache ich. Okay, gut. Da muss ich mich nicht darum kümmern. Okay. Man kann, glaube ich, auch jemanden wieder entfernen, wenn es einen dieser Hacker gibt oder Fremden, der nichts zu suchen hat. Ja, okay. Gut, nächstes Mal geschützt. Also, wollen wir uns mal die Geschichte einfach mal zu Gemüte führen und anschauen und dann aber einen zweiten Blick darauf werfen. Also, die Geschichte ist folgendermaßen beschrieben, Kapitel 16. Ich hoffe, alle können sehen in dem Blatt, das ich hochgeladen habe. Ist gut sichtbar. Übrigens auch hier an dieser Stelle. Ich sehe, viele sind noch nicht mit Kamera zugeschaltet. Jeder und jede, die sich mit Kamera zuschalten können, ist eine besondere Freude. Seine Interaktion, die ganz wichtig ist für den Kurs, damit auch an Gesichtszügen kann man viel ablesen, Reaktionen sehen. Ich habe Kurse erlebt, an denen alle nur schwarze Bildschirme gegeben haben. Ich habe mich sehr einsam gefühlt in meinem Zimmerlein. Und das ist sehr schön, dass man diese Interaktion hat. Also fühlen Sie sich eingeladen, Ihr Video einzuschalten, wenn sich das ergibt und ermöglicht. Kapitel 16 beginnt folgendermaßen. Und es vermaß sich Korach, Sohn von Izhar, Sohn von Kahat, Sohn von Levi. Und Datan und Aviram, Söhne Eliab und On, Sohn von Pelet, die Söhne Reuvens, vom Stamm Reuven. Dass sie sich erhoben gegen Moschee, dazu 250 Männer von den Kindern Israels, Fürsten von der Gemeinde, Berufene zur Versammlung, Männer von Namen. Also eine ganz gehobene Schar, die sich hier zusammen gerottet hat. Und sie versammelten sich gegen Moschee und Aaron und sprachen zu ihnen: Zu viel für euch, denn die ganze Gemeinde sind lauter Heilige, denn unter ihnen ist Hashem, ist Gott. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung von Gott? Als Moschee dies hörte, fiel er auf sein Angesicht und redete zu Korach und seinem ganzen Anhang also: Morgen wird Gott kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn sich nahe bringt, denn wen er erwählt, den wird er sich nahe bringen. Das tut, nehmt euch die Rauchpfannen, Korach und sein ganzer Anhang und tut Feuer hinein und leget darauf Räucherwerk für Gott morgen. Und der Mann, den Gott erwählen wird, der sei der Heilige zu viel für euch, ihr Söhne Levi. Und Moschee sprach zu Korach: Hört doch, ihr Söhne Levi, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch abgesondert hat von der Gemeinde Israels, euch ihm nahe zu bringen, dass ihr verseht den Dienst bei der Wohnung von Gott und dass ihr auftretet vor der Gemeinde, für sie Amtsdienst tut? Hat er dich und all deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir sich nahe gebracht, dass ihr auch nach dem Priestertum trachtet? Tatsächlich, du und dein ganzer Anhang
Ihr rottet euch gegen Gott zusammen, denn Aaron, was ist da, dass ihr gegen ihn murrt? Noch nicht fertig. Der Dialog fährt fort. Und Moshe schickte hin Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen, aber sie sprachen, wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass uns heraufgeführt hast aus einem Land, das von Milch und Honig fließt, und in der Wüste zu töten, dass du dich noch zum Herrscher über uns aufwirfst? Ja, auch nicht in ein Land, das von Milch und Honig fließt, hast du uns gebracht, dass du uns gegeben hättest ein Erbe an Feld und Weinberg. Willst du diesen Leuten die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da zürnte Moshe sehr und sprach zu Gott, wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Nicht einen Esel eines unter ihnen habe ich weggenommen und keinem von ihnen ein Leid getan. Das ist die Vorgeschichte. Danach geht es los mit dem tatsächlichen Zusammentreffen. Und der Vorschlag von Moshe wurde angenommen und alle finden sich ein, um die Räucherpfannen zu halten. Und es geht weiter. Aber ich möchte gerne mal hier kurz verweilen und ein Augenmerk darauf richten, was hier eigentlich vor sich gegangen ist. Zuerst einmal ist es bemerkenswert, dass wir eigentlich nicht von einer homogenen Gruppe sprechen. Es ist ja eine Rebellion da, eine Rebellion gegen Moshe und Aaron. Und die Rebellion, die setzt sich zusammen aus verschiedenen Gruppierungen. Wie schon im ersten Satz vorkommt, es gibt Korach, es gibt Datan und Abiram, dann gibt es noch einen Sohn von Pelet, der dann später verschwindet. Unsere Weisen sagen, dass er sich zurückgezogen hat, dank seiner klugen Frau. Und dann, danach kommen noch 250 Männer dazu. Also wir haben eigentlich drei Gruppen, aber wenn wir genau hinschauen, dann zumindest zwei Gruppen, mit denen Moshe einen Dialog führt. Und zwar führt er einen Dialog mit Korach und dann einen anderen Dialog führt er mit Datan und Abiram. Den Dialog mit Korach, der beginnt auf in Satz 3 und erst danach, Satz 12, beginnt der Dialog mit Datan und Abiram. Und das ist ein ganz anderer Dialog. Da wollen wir mal einen differenzierten Blick drauf werfen. Deswegen habe ich das für Sie ein bisschen auseinandergenommen und aufgeteilt. Wir haben hier eigentlich zwei Gruppen und zwei Formen von Argumenten. Und das ist hier vor Ihnen. Wir haben Korach. Und wir haben Datan und Abiram. Das sind die Sprecher der beiden Gruppen. Wir haben Argumente, die sie vorbringen. Und wie reagiert Moshe darauf? Ich möchte gerne beginnen mit Datan und Abiram. Das ist einfacher. Und da können wir schneller feststellen, was Sache ist. Datan und Abiram haben folgendes gesagt. Das sind dieselben Sätze, die wir gerade gelesen haben, aber hier jetzt in differenzierter Form. Sie sagen, wir kommen nicht hinauf. Und jetzt achten Sie bitte darauf, was Sie sagen und geben Sie mir Bescheid, wie das, was Sie sagen, aufzufassen ist. Sie sagen Folgendes. Ist es zu wenig? Ich setze hier den Pfeil, damit das besser zu sehen ist. Hier, wir sind hier. Ist es zu wenig, dass du uns heraufgeführt hast aus einem Land, das von Milch und Honig fließt, uns in der Wüste zu töten? Dass du dich noch zum Herrscher über uns aufwirfst. Ja, auch nicht in ein Land, das von Milch und Honig fließt, hast du uns gebracht. Dass du uns gegeben hättest ein Erbe an Feld und Weinberg. Willst du diesen Leuten die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Wie schätzen Sie die Worte von Datan und Abiram ein? Wie kann man sich darauf beziehen? Was ist inhaltlich dazu zu sagen? Frau Hug, was haben Sie dazu zu sagen? Mit Mikrofon werden wir Sie besser hören können.
Nein, geht das nicht? Ach so, Mikrofon ist nicht freigeschaltet. Ja, sorry, ich schalte die Mikrofone kurz frei. Jetzt geht es. Okay, also er hat kein Vertrauen in Moschee und er sagt, Ägypten ist von ein Land, also sie sagen, Ägypten ist ein Land, wo Milch und Honig fließt und nicht das, wo er sie hinbringen will. Also sie. Und wie schätzen Sie diese Worte ein? Anmaßend, ja, von Dathan und Abiram. Anmaßend? Man kann noch oben drauf setzen, anmaßend ist ja noch ein relativ nettes Wort. Man kann es einfach nur als dreiste Lügen bezeichnen. Hm. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einem einzigen Satz, schaffen es die beiden, gleich drei fette Lügen reinzusetzen. Und zwar richtige Frechheiten. Die erste: Ist es zu wenig, dass du uns heraufgeführt hast aus einem Land, das von Milch und Honig fließt? Wie Sie festgestellt haben, damit meinen Sie ja Ägypten, aus welchem Sie herausgeführt wurden. Werfen Sie Moschee doch tatsächlich vor, du hast uns aus dem Land geführt, wo Milch und Honig fließt. Was bist denn du für eine? Uns ist es dort so gut gegangen. Was versprichst du uns, ein Land von Milch und Honig? Wir waren schon dort. Das ist natürlich eine dreiste Lüge. Wir feiern jedes Jahr Pesach und erinnert uns jeden Tag daran, an die Sklaverei in Ägypten und an die Schmerzen und die Qualen. Nicht umsonst tun wir das, damit wir solchen Lügen direkt kontrabieten können. Die zweite Lüge: Wozu hast du uns rausgeführt? Uns in der Wüste zu töten. Zweite Aussage: War es irgendwo in irgendeiner Form das Anliegen von Moschee, das jüdische Volk in der Wüste zu töten? Moschee ist derjenige, der sich für das jüdische Volk immer wieder eingesetzt hat. Beim Schilfmeer, beim Amalek, beim goldenen Kalb hat er sich eingesetzt. Als Gott selber das jüdische Volk vernichten wollte, war Moschee derjenige. War Yamod Baperet. Lulei Moshe Shamad Baperet, sagen über ihn die Psalmen, wäre er hätte er nicht sich in die Bresche wäre eingesprungen und hätte Gott zurückgehalten, dann wäre es im jüdischen Volk sehr schlecht gegangen nach dem goldenen Kalb. Bei den Spionen, bei den Kundschaftern hat Moshe sich eingesetzt, immer und immer wieder. Also das allerletzte, was man ihm vorwerfen kann, dass er das jüdische Volk in die Wüste bringt, um es dort zu töten. Und die dritte Aussage im selben Satz, dass du dich über uns zum Herrscher aufwirfst. Ausgerechnet Moschee, derselbe Moschee, der der bescheidenste aller Menschen ist, derselbe Moschee, der sich gesträubt hat, 7 Tage lang hat er sich gewehrt, diese Aufgabe auf sich zu nehmen. Er bricht zusammen, als er sieht, dass das jüdische Volk sich nicht führen lässt, sagt er: Gott, warum hast du mich geschickt? Habe ich etwa dieses Volk geboren? Bin ich dafür verantwortlich? Moschee ist der allerletzte, dem man diese Dinge vorwerfen kann. Und das sind einfach nur dreiste Lügen. Interessant, wie Moschee darauf reagiert. Moschee reagiert darauf. Er sagt und sprach zu Hashem, er spricht zu Gott, wende dich nicht zu ihrer Opfergabe, nicht einen Esel eines und ihn habe ich weggenommen, keinen von ihnen ein Leid angetan. Interessanterweise, Moschee argumentiert nicht mit ihnen, er hat es gar nicht nötig, die Lügen sind offensichtlich. Der Netziv bemerkt hier 2 Dinge. Erstens mal, Dathan und Aviram, die waren überhaupt nicht große Wortführer. Sie haben die Menge nicht hinter sich gebracht. Sie waren nicht beliebt. Sie waren schon bekannt dafür, dass sie gerne Streit entfacht und verursacht haben. Laut dem Midrasch sind es dieselben 2, die schon in Ägypten miteinander gestritten haben. Und zwar Jahrzehnte davor, als Moschee sich zu Beginn seiner Laufbahn in Ägypten eingemischt hat, zwischen die 2 Hebräer, die gestritten haben. Und laut dem Midrasch waren es diejenigen, die sich auch immer wieder gegen Moschee aufgelehnt haben und sich rebellisch verhalten haben. Und deswegen waren sie es nicht mal einer Antwort würdig. Und das Zweite, dass Moschee bittet Gott darum,
Es heißt im Text auch, dass er sich aufgeregt hat, dass er zornig wurde, das sagt dann Nitziv, das ist nicht richtig. Es heißt nur, Vayichale Moshe Meod. Das heißt nicht, Vayicha Av Moshe, er ist nicht zornig geworden, sondern es hat ihn geschmerzt. Warum hat es ihn geschmerzt und warum hat der Gott darum gebeten, nimm ihre Opfergabe nicht an, also nimm ihre Gebete nicht an. Das ist eine ganz besondere Bitte, dass Moshe um selbst um sowas bittet. Der Grund dafür ist, so sagt der Nitziv, diesmal ging es nicht gegen Moschees Person. Wenn gegen Moschees Person etwas gesagt wurde, das hat Moschee nicht wirklich gestört. Er war so bescheiden, dass er überhaupt nicht an sich selber gedacht hat. Aber es ging gegen Moschees Führungsstil und gegen seine Aufgabe gegenüber dem Volk. Und da hat Moschee eine große Gefahr gesehen und gesagt, wenn ihr Gebet angenommen wird und wenn mit ihnen nicht etwas ganz Besonderes geschieht, nämlich wie er später dann ankündigt, dass sie in der Erde verschlungen wird und alle ein klares Zeichen sehen werden, dann wird die ganze Führung in Frage gestellt sein und damit auch die Tora, die über Moshe an das jüdische Volk gekommen ist von Gott. Und das darf nicht sein, dass das ganze Lebenswerk in Frage gestellt wird, welche dem jüdischen Volk für alle Ewigkeiten zugutekommen soll. Und hier kommen zwei und schlagen quer. Deswegen muss hier ein klares Zeichen gesetzt werden und Gebete dürfen hier nicht mehr angenommen werden. So wendet er sich an Gott. Hier haben wir klare Positionen, klare Aussagen. Es sind verhärtete Fronten und eigentlich gibt es hier auch nicht viel zuzufügen. Deswegen geht es auch nicht mit Datan und Aviram weiter. Bei ihnen geht es nur damit weiter, dass sie bestraft werden, indem sie vom Erdboden verschlungen werden. Aber kehren wir doch zurück zu Korach. Bei Korach, da ist die Situation anders, das ist wesentlich schwieriger. Schauen wir da einen Blick nochmal darauf, was hat Korach gesagt und welche Antwort hat er erhalten? So, den Pfeil an die richtige Stelle bringen. Korachs Argument war folgendes. Er sagte, zu viel für euch. Denn die ganze Gemeinde sind lauter Heilige, denn unter ihnen ist Gott. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung von Hashem, von Gott? Das ist sein Argument gewesen. Die Antwort Moschees setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Erster Teil, morgen wird Gott kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn sich nahe bringt. Denn wen er wählen wird, den wird er sich nahe bringen. Das tut, nehmt euch Rauchpfannen, Korach und sein ganzer Anhang. Also damit sind die 250 Männer gemeint. Und tut Feuer hinein und lege darauf Räucherwerk für Gott morgen. Und der Mann, den Gott erwählen wird, der sei der Heilige, zu viel für euch, ihr Söhne Levi. Im ersten Teil schlägt Moschee Korach also vor, wir machen einen Test, nehmt euch Pfannen, Räucherwerk und wir werden ja sehen, was passieren wird. Und dann im zweiten Teil beginnt Moschee Inhalt zu sprechen. Eigentlich, was wir zuerst erwartet hätten, dass er zuerst mal entgegnen wird den Worten von Korach. Das macht er jetzt. Was sagt Moschee? Höret doch, ihr Söhne Levi. Also er setzt ein zweites Mal an und sagt Folgendes. Ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch abgesondert hat von der Gemeinde Israels, euch ihm nahe zu bringen, dass ihr verseht den Dienst bei der Wohnung von Gott? Und dass ihr auftretet vor der Gemeinde, für sie Amtsdienst zu tun? Hat er dich und all deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir sich nahegebracht, dass ihr auch nach dem Priestertum trachtet? Tatsächlich, du und dein ganzer Anhang, ihr rottet euch gegen Gott zusammen. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn mucht? An dieser Stelle lässt Moschee Gegenreaktionen vernehmen, die eigentlich überhaupt nichts mit den Argumenten von Korach zu tun haben. Moschee wirft Korach an den Kopf, dass es ihm nicht genug ist, Levi zu sein, dass es ihm nicht genug ist, Gott schon nahe zu sein mit dem Dienst, den er erhalten hat, und stattdessen streckst du deine Hand nach dem Priestertum aus. Ich möchte gerne die Frage an Sie richten, wo hat Moschee genau in den Worten Korachs dieses Argument gesehen oder gehört? Wann hat Korach deutlich gemacht, dass er seine Hand nach dem Priestertum ausstreckt? Also als er gesagt hat, dass alle lauter Heilige sind und dass Moschee und Aaron sich erheben über die Gemeinde,
was gar nicht sein dürfte, weil ihr alle eigentlich das ausüben könnten, oder? Was Moshe und Aaron ausüben. Ja, sie haben wiedergegeben, was Korach gesagt hat, aber ich habe in diesen Worten nicht vernehmen können, dass Korach beansprucht hat, ich möchte Kohen sein. Uns steht es zu, Priester zu werden. Das finden wir in seinen Worten nicht. Also wie kommt Moshe dazu, ihm das vorzuwerfen? Kann man das nicht herauslesen aus dem, warum erhebt ihr euch über die Versammlung von Hashem? Erklären Sie es mir und uns allen bitte, dann bin ich sehr zufrieden. Ja, wenn er sagt, warum erhebt ihr euch, dann denkt ihr, er ist genauso, wäre genauso gut, das auszuführen, was Moshe und oder Aaron ausführen. Dass sie das von sich aus tun, sich erheben und nicht von Gott auserwählt sind. Ja, aber von da bis zur Aussage, du willst selber Priester und Hohepriester sein, du streckst die Hand danach aus, da ist irgendwo ein Sprung geschehen, der Korach eigentlich hat es nicht gesagt, er kann behaupten, dass er es auch nicht gedacht hat. Irgendwo ist ja ein Riss. Man nennt das auf Hebräisch du siach shel chershim. Hier scheint ein Dialog zwischen Taubstummen vor sich zu gehen. Jeder sagt so seine Sache und irgendwie hat es keine Verbindung, das eine mit dem anderen. Korach hat eine Sache gesagt, Moshe schlägt einen Vorschlag vor, der mit der Sache selber gar nichts zu tun hat. Und dann wirft ihm noch Dinge vor, die Korach gar nicht gesagt hat. Es gibt in der israelischen Politik, ist es eingegangen in, als eine als ein Zugang, mit Journalisten umzugehen. Arik Sharon hat einen speziellen Zugang entwickelt. Und zwar, wenn ihm ein Journalist eine Frage gestellt hat und die Frage ihm entweder nicht angenehm war oder es ihm nicht wichtig war und Arik Sharon eigentlich eine ganz andere Sache ansprechen wollte, dann antwortet er dem Journalisten, das ist eine großartige Frage, die Sie gestellt haben. Aber in Wirklichkeit ist die Frage, die hier noch viel wichtiger zu stellen wäre, folgende. Und dann hat er eine ganz andere Frage gestellt und diese dann beantwortet. Und somit konnte er an den Mann bringen, was ihm wichtig war und musste sich auf die Frage des Journalisten nicht mehr beziehen. Irgendwie scheint uns, dass Moshe hier einen ähnlichen Weg einschlägt. Er behauptet etwas, was Korach nicht gesagt hat. Er schlägt etwas vor, was mit Korachs Worten nichts zu tun hat. Was hat Moshe hier genau betrieben? Aber ist es nicht auch so, dass ja Moshe vom Geist Gottes also beseelt war und da hat er gewisse Dinge gesehen, die der normale Mensch oder der normale Israeli gar nicht gesehen hat, oder? Kann man sagen, er hat auf jeden Fall die Unterstützung Gottes erbeten, weil er ist aufs Angesicht gefallen. Das ist davor passiert, bevor er die erste Antwort gibt. Und dabei hat er wahrscheinlich gebetet und vielleicht auch göttliche Unterstützung gekriegt. Aber was Moshe hier macht, das ist nicht nur Prophetie. Das ist nicht, dass Gott ihm Eingebung gegeben hat und gesagt hat, weißt du eigentlich, Korach meint was ganz anderes. Was Moshe hier gemacht hat, hat tiefe menschliche Psychologie betrieben. Und zwar, wie ist das gegangen? Erstens mal hat Moshe Korach hinterfragt und hat erkannt, dass Korach in Wirklichkeit nicht meint, was er sagt. Auf gut Deutsch, Demagogie. Korach hat reine Demagogie betrieben. Er sagte nicht, was er meinte. Das ist, was die Chachamim sagen, aber Pikeach. Er war ein sehr kluger, durchtriebener Mensch. Er hat seine Klugheit aber zum Schlechten genutzt. Moshe hat das erkannt. Die erste Frage, die sich stellt, wie hat Moshe das erkannt? Die zweite Frage, wie kann er das aufdecken? Gehen wir zuerst mal zur zweiten Frage, die wahrscheinlich noch wesentlicher ist, denn wenn jemand Demagogie betreibt, wenn ich das erkenne, dann stellt sich für mich die Frage, wie kann ich die Augen öffnen? Wie kann ich den Leuten zu verstehen geben, dass das, was der Demagoge sagt und
was er meint, zwei verschiedene Welten sind, die manchmal gar nicht zusammenhängen oder nur eine sehr dünne Verbindung aufweisen. Was hat Moshe gemacht? Er war nicht weniger schlau als Korach. Er hat ihm, anstatt auf seine Argumente zu entgegnen, hat er ihm eine Prüfung vorgeschlagen. Die Prüfung beinhaltete folgende Aussage. Die Aussage ist, morgen werden wir uns alle einfinden mit den Räucherpfannen in der Hand und wir werden dabei herausfinden, wer von uns der Auserwählte ist. Aaron oder Korach oder einer von den 250 Menschen. Nur einer ist der Auserwählte, nur einer wird der Heilige sein. Korach, wie hätte er auf diesen Vorschlag reagieren müssen? Also wenn das nicht sein Ansinnen gewesen wäre, dann hätte er es wahrscheinlich ablehnen müssen, oder? Warum? Ja, um zu zeigen, dass das nicht wichtig ist für ihn, also die Stelle von Aaron einzunehmen. Sehr richtig. Korach hat vor einem Moment noch gesagt, alle sind wir heilig, die ganze Gemeinde. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung von Gott? Wir sind alle ganz Besondere. Hätte Korach es einen Moment ernst gemeint mit seinen Worten, dann hätte er an dieser Stelle Moshe sagen müssen, Moshe, du hast mir nicht zugehört. Du schlägst vor, eine Prüfung zu machen, wer ist der Auserwählte? Ich habe gerade gesagt, keiner Auserwählter. Kommunismus, wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich vor Gott. Keiner hat Vorrangstellung über den anderen. Keinem steht es zu, sich zu erheben. Hat Korach das gesagt? Korach hat das nicht gesagt. Korach hat der Prüfung zugestimmt. Er hat gesagt, oh, wunderbar, schauen wir doch, wer wirklich auserwählt wird. Damit hat Korach bewiesen, erstens, dass er es mit seinen eigenen Worten überhaupt nicht ernst meint. Zweitens, dass er ganz klar darauf spekuliert, dass es einen Auserwählten geben wird. Und offensichtlich, übrigens ist die Tatsache klar, dass Räucherwerk höchst gefährlich ist. Seit den Söhnen Aarons, Nadav und Abihu, die daran gestorben sind, ist jedem klar, dass das ein riskantes Geschäft ist. Und Korach war sich sicher, er wird der Auserwählte sein. Und in dem Moment, in dem Korach das anerkannt hat, die Prüfung akzeptiert hat, gesagt, gut, wir werden morgen kommen, wir sind einverstanden. In dem Moment musste allen klar geworden sein, Korachs Worte waren leere Blasen. Leere Worte ohne Inhalt. Korach selber hat sich selber nicht ernst genommen. Und Moshe konnte das allen beweisen und aufwerfen. Offensichtlich. Und manchmal sprechen die Taten noch viel mehr als Worte. Manchmal muss man einfach den Leuten vor Augen führen, dass der Demagoge mit eigenen Taten oder mit anderen Worten, die er sagt, sich selber widerspricht und etwas anderes meint, als er wirklich argumentiert hat. Das ist Moshe ganz genial gelungen. Und deswegen kann er nun einhaken. Nun kann er ansetzen und ihm die ganze Predigt halten und ihm sagen, jetzt, wo allen klar geworden ist, worum es dir wirklich geht, schämst du dich nicht? Ist dir nicht genug, dass du schon als Levite auserwählt bist? Möchtest du auch noch Hohepriester sein? Möchtest du nach dem Priestertum deine Hand ausstrecken? Jetzt kann er klare Worte sprechen, denn jetzt ist Korach entlarvt und alle mussten das zwangsläufig verstehen, denn die Taten sprachen klarere Worte als die Worte von Korach selber. Nun stellt sich die Frage, wie hat Moshe das erkannt? Wie konnte er Korach entlarven und in seinen Kopf, in seine Gedanken sich reinschrauben, um zu verstehen, worum es Korach wirklich ging? Hier gibt es mehrere Ansätze und mehrere Möglichkeiten, um zu verstehen, warum. Erstens, Korach hat Moshe angegriffen, ihr erhebt euch über die Versammlung von Gott. Gerade vorhin haben wir das ausgeführt, das allerletzte, was man Moshe und Aaron vorwerfen kann, ist, dass sie sich überhoben haben, dass sie sich erhoben haben über andere. Sie waren höchst bescheidene Menschen. Sie sahen sich als Diener des jüdischen Volkes. Übrigens,
In unserer Gemeinde hat jemand am Freitagabend ein schönes Torah gehalten und hat erklärt, dass hier die Weltordnung auf den Kopf gestellt wurde. In Ägypten war die Hierarchie genauso wie an den meisten Orten wie eine Pyramide. Eine Pyramide gibt es oben eine Spitze. Und diese Spitze ist klar definiert, das ist Pharao. Pharao ist ein Gotteskind, ist selber eine Gottheit. Und er ist an der Spitze von dem ganzen Gebilde. Und was er sagt, das ist bedeutend. Und was er macht, ist bedeutend. Unter ihm gibt es seine Priester und seine Minister und den ganzen Apparat und die Ägypter. Und ganz unten von der breiten Masse getragen, das sind die Sklaven, deren Leben nichts wert ist. Und das Volk und die Sklaven müssen der Spitze dienen und ihr Bedeutung verleihen. Und da kommt nun Moshe und Aaron und stellen das Ganze auf den Kopf. Die Pyramide ist auf den Kopf gestellt. Sie geben das Verständnis, dass jemand, der ein Volk anführt, er ist in Wirklichkeit der Diener des Volkes. Er ist dafür da und steht in seiner vollen Verantwortung dafür ein, dass es dem Volk gut geht, dass der Volk geschützt wird, dass die Menschen geschützt sind und dass ihnen nur das Beste geschieht. Und dafür dienten Moshe und Aaron. Also sie haben das ganze Verständnis der Hierarchie umgedreht. Nun kommt Korach und wirft Moshe genau das vor. Es gab vor knapp 100 Jahren in Österreich einen Abgeordneten im damals österreichisch-ungarischen Parlament. Das war Josef Bloch, Josef S. Bloch. Und der erhob sich einmal im Parlament. Er hat einen großen Kampf gegen die Antisemiten geführt. Das war die Hochkonjunktur für Antisemiten. Und er hat immer wieder seine Stimme dagegen erhoben. Und einmal sagte er, es ist unser Glück, dass unsere Feinde uns immer die absurdesten Dinge vorwerfen. Sie werfen nun zum Beispiel vor, dass wir Blut von Christkindern für die Mazot verwenden am Pesach. Das ist völlig absurd, denn die Tora verbietet uns strengstens jeglichen Genuss von Blut. Deswegen ist das sehr leicht zu widerlegen, dass das eine absurde Sache ist. Trotzdem hat sich das festgesetzt über lange Jahrhunderte, aber es ist klar, jeder, der ein bisschen Logik und Verstand hat, wird erkennen, dass das eine absurde Behauptung ist. Und dann fuhr er fort und sagte, würden unsere Feinde unsere wirklichen Vorzüge kennen, dann würde es uns schlimmer gehen, wenn sie uns das Richtige vorwerfen würden. Und hier können wir erkennen, dass Korach genau diesem Irrtum erlegen ist. Er wirft Moshe und Aaron das absolut Undenkbare vor, nämlich, dass sie sich über das jüdische Volk erheben. Moshe ist der bescheidenste der Menschen. Das bedeutet nicht, dass er falsche Bescheidenheit in sich trug. Er wusste genau, welche Qualitäten er hat und er wusste auch, dass Bescheidenheit einer seiner Qualitäten ist. Das heißt nicht, es zu leugnen. Moshe hat genau verstanden, welche wertvolle Eigenschaft er hat und er hat auch verstanden, dass Korach ihm etwas vorwirft, was absurd ist. Und wenn Korach ihm etwas vorwirft, was absurd ist, dann ist es Korach nicht wirklich ernst. Und hier kommt noch eine weitere Psychologie ins Spiel, die unsere Chachamim mit vier wertvollen Worten aufdecken. Kol aposel bemumo posel. Jeder, der dem anderen einen Fehler nachsagt, der sagt dem anderen den eigenen Fehler nach. Das ist die psychologische Erkenntnis hier von Moshe aus Korachs Worten. Hat Moshe gesehen, Korachs Worte sind falsch, sie sind trügerisch, es ist nichts Wahres daran. Und wenn nichts Wahres daran ist, dann bedeutet es, dass Korach seine eigenen Fehler projiziert und sie Moshe und Aaron anhängt. Sein eigener Fehler ist, er möchte sich erheben über das jüdische Volk. Er möchte ganz oben an der Spitze sein. Und deswegen wirft er da genau das Moshe und Aaron vor. Aber das ist nicht der einzige Punkt, an dem Moshe feststellen konnte, dass Korach Demagogie betrieben hat. Der zweite Punkt, den sagt er nachher ganz deutlich. Korach, wenn es dir ernst gewesen wäre, wenn du wirklich der Auffassung wärst, dass wir alle gleich sind, alle sind heilig, alle sind von Gott genau gleich auserwählt und keiner soll sich über den anderen erheben. Wo warst du, als die Leviten auserwählt wurden? Wo hast du da deine Stimme erhoben? Warum haben wir da nichts von dir gehört?
Warum hast du da nicht Zeter und Mordio geschrien und gesagt, das kann nicht sein, es darf nicht sein, dass ein Stamm aus allen Stämmen auserwählt wird, dass ein Stamm eine ganz besondere Aufgabe kriegt? Im Parashat Baalotra, vor 3 Wochen haben wir das noch gelesen, wie der Stamm Levi auserwählt wurde, mit einer Zeremonie erhoben wurde. Er kriegt Abgaben vom jüdischen Volk, er versieht den Dienst, er trägt das Heiligtum. Warum haben wir da nicht Korachs Stimme gehört, der sich an die Seite gestellt hat und gesagt hat, das darf nicht sein? Wissen Sie die Antwort? Weißt du, Korach, die Antwort? Die Antwort ist einfach. Du selber bist Levi. Du selber bist betroffen. Es hat dir gut gefallen. Denn als Levi wurdest du auserwählt. Du gehörst zur Familie von Kehat. Du hast die große Aufgabe erhalten, die heiligen Gegenstände tragen zu dürfen. Wow! Da wolltest du nicht Protest einlegen. Aber als dann Aaron zum Priester ernannt wurde, jetzt kommst du, jetzt kriegst du an, jetzt bringst du Argumente, dass alle gleich sind. Aber in Wirklichkeit ist von Anfang an klar gewesen, dass dem nicht so ist. Und damit konnte Moshe allen offenlegen und offenbaren, dass Korach in Wirklichkeit ein großer Demagoge ist. Das erlöst uns aber nicht von einer weiteren wichtigen Aufgabe. Und zwar, nachdem wir verstanden haben, dass Moshe auf Korachs Worte überhaupt nicht reagiert. Er bezieht sich nicht auf die Argumente. Er legt zuerst offen anhand der Prüfung, die er vorschlägt, dass es Korach nicht ernst ist. Und dann wirft er ihm die Fehler Korachs vor. Und daran, woran erkannt werden kann, dass Korach es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Aber mit Korachs Worten ist er nicht umgegangen. Und da müssen wir uns die Frage stellen. Wenn wir jetzt das Loslösen von Korachs Person und nur die Worte selber anschauen, sind die Worte vielleicht richtig gewesen? Weil sie sind angekommen. Das jüdische Volk hat sich überzeugen lassen. Wer hört nicht gerne? Ich bin was Besonderes. Ich bin auserwählt. Ich bin heilig. Keiner darf sich über mich erheben. Das hat den Leuten gefallen. Deswegen hat Korach es auch geschafft, mit solchen Argumenten eine ganze Schar um sich herum zu scharen. Wie entgegnen wir dem Argument selber? Diese Sache soll uns nicht billig in unseren Augen sein. Rambam hat ein großes Wort gepflegt, dem Moreh Nebuchim, Führer der Vierten. Er sagte, Kabel et haemet mipi omro. Wir sollen Wahrheit empfangen, von wem auch immer es gesagt wird. Das bedeutet, auch wenn ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch oder ein trügerischer Mensch etwas Wahres sagt, dann wird das den Wahrheitsgehalt der Aussage nicht entwerfen. Das heißt, wir können, die Aussage selber hat einen Stellenwert, auch wenn der Mensch, der es gesagt hat, für uns nicht gerade sich vorbildlich benimmt. Und deswegen müssen wir uns mit diesen Argumenten auseinandersetzen und fragen, waren die Argumente an sich falsch? Dass Moshe sich nicht darauf bezogen hat, das war an der Stelle bestimmt richtig, weil es ihm um Korach ging. Aber die Argumente selber, ist die Gemeinde nicht wirklich heilig? Ist es denn nicht richtig, dass sich niemand über die anderen erheben soll? Wer sich auf diese Frage bezieht, waren 2 ganz große Menschen, welche auch einen Blick in die Tiefe gewagt haben, steht. Der erste von den beiden war Rabbiner Hirsch. Und der zweite, der ihm gefolgt war, war Rabbiner Kuk. Rabbiner Hirsch sagte, was Korach als Argument hervorgebracht hat, hätte Moshe sich darauf bezogen, hätte er es das Argument entkräftigen müssen, denn es ist ein falsches Argument. Und es ist ein total falsches Argument. Darauf zielt Rav Kook ab, es ist so falsch, dass es die Weltordnung in Frage stellt. Und zwar, was sagt Korach? Korach sagt, die ganze Gemeinde ist heilig. Und deswegen darf sich niemand erheben. Deswegen darf sich niemand als heiliger als den anderen betrachten. Sagt Rabbiner Hirsch, das finden wir nicht so in der Tora. In der Tora finden wir nicht, ihr seid heilig, sondern Kedoshim Tiu, ihr sollt heilig sein. Es ist ein Befehl, heilig zu sein. Es ist nicht eine Tatsache. Heilig sein ist nicht ein Privileg, das uns in den Schoß gelegt wurde. Wir werden nicht heilig geboren, in der Luft schwebend und Gott näher.
Heilig zu sein ist eine Aufgabe und die Aufgabe muss man wahrnehmen, durch Entscheidungen daran arbeiten. Es ist ein langer Weg zur Heiligkeit. Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto beschreibt in seinem Werk, dem Weg der frommen Mesilat Yesharim, welch steiniger und langer Weg hinaufführt, bis man zu den Stufen der Heiligkeit gelangt. Nur sehr wenige gelangen dahin, nachdem sie sich ein Leben lang an sich gearbeitet haben, an den eigenen Eigenschaften, dass man rein ist und die Gebote richtig erfüllt, zwischen Mensch und Mitmensch, zwischen Mensch und Gott, bis in alle Details und darüber hinaus Dinge tut, die von einem vielleicht nicht gefordert sind. Und bis man langsam die Stufen der Heiligkeit erklimmt. Mia lebe Har Hashem, umia kumim kom kocho, sagt König David im Psalm 24. Wer schafft es, den heiligen Berg, den Berg Gottes zu erklimmen? Und wer schafft es, darauf Bestand zu haben? Dafür muss man sehr viel Kraft investieren. Da kommt Korach und sagt, wir sind alle heilig. Sehr schön, gefällt mir zu hören, dass ich heilig bin. Ich kann mich zurücklehnen, ich kann nichts tun, ich kann ausschlafen, faulenzen, ich kann mich den Genüssen hingeben. Ich bin heilig. Wieso? Weil Korach es gesagt hat. Gefällt mir. Muss ich mich nicht anstrengen. Aber es ist falsch. Denn Gott fordert von uns, heilig zu sein. Das ist eine Forderung, bei der wir unser Potenzial ausschöpfen sollen, indem wir uns einsetzen, indem wir Kräfte in uns mobilisieren und damit unser ganzes gewaltiges Potenzial hervorholen, ans Tageslicht bringen. Und wie ich vorhin geschildert habe, das ist eine gewaltige Arbeit, das ist eine Lebensaufgabe, die Heiligkeit zu erreichen. Und das einfach als Tatsache hinzustellen, ist reiner Hohn vor der menschlichen Aufgabe, die Gott ihm gestellt hat. Wer glaubt, dass Heiligkeit einfach so da ist, vorhanden ist, zu fassen ist, der wird vieles Unheiliges für heilig erklären. Der wird auch Unmoralisches für moralisch erklären. Das war genau der große Irrtum des Götzendienstes. Der Götzendienst hat die Natur genommen, die Natur mit allen Kräften, die drin waren, und es für heilig erklärt. Zum Beispiel Stärke. Stärke ist heilig. Wer es schafft, den anderen zu zerfleischen, das ist was Tolles. Weil die Natur macht uns das genau vor. Also jemand, der den anderen zerreißen kann, er ist der Starke in der Natur, der soll verehrt werden. Und deswegen bei den Griechen und den Römern und den Persern und in den ganzen antiken Kulturen hat man die Helden verehrt, die mit ihrer Stärke die anderen zerreißen konnten, die auf anderen rumtrampeln konnten. Und je mehr Stärke jemand bewiesen hat und Rücksichtslosigkeit, umso mehr wurde er verehrt. Aber ist das Heiligkeit? Ist das, was Gott von uns möchte? Das, was in der Natur vorkommt, zu verherrlichen? Genau das Gegenteil. Wir sollen Kontrolle haben über diese Kräfte. Wir sollen vielleicht stark sein, indem wir theoretisch andere zerfleischen können, aber wir werden es nicht tun. Warum? Weil wir alle, wir und die anderen im Ebenbild Gottes erschaffen sind und es nicht richtig ist, den anderen zu zerfleischen. Weil man die Armen und Bedürftigen unterstützen soll und den Randgesellschaften unter die Arme greifen, damit wir alle zusammen stärker werden. Das ist unsere heilige Aufgabe. Das ist Heiligkeit in Wirklichkeit. Das alles hat Korach in Frage gestellt mit dieser einen Aussage, wir sind alle heilig. Ein großer Irrtum, so zu denken. Moshe hat sich nicht darauf bezogen, aber wie gesagt, die Tora bezieht sich an anderer Stelle darauf und Rabbiner Hirsch und Rabbiner Kook zeigen den Weg auf, welchen Irrtum hier der Korach begeht und Vorgabe gibt, wenn er sagt, dass alle einfach so heilig sind. Ich hoffe, wir haben hier ein bisschen Einblick kriegen können, wie man Demagogie entlarven kann, wie man mit ihr umgehen kann, wo sie manchmal hervorscheint zu erkennen ist. Man braucht einen sehr tiefen Blick, einen klaren Blick, um Dinge erkennen zu können, die sich hinter einer Aussage verbergen, hinter gewissen Argumenten. Und wenn man den Blick dafür schärft, es lohnt sich, denn man wird viele dieser verwirrenden Aussagen schnell entschärfen können, wenn man dachte. An dieser Stelle schließe ich für heute ab. Wünsche allen zuerst mal eine gute Woche, einen guten Monat. Wir haben Rosh Chodesh und dass wir uns nicht verwirren lassen sollen von Leuten, die uns andere Ideen, Gedanken in den Kopf setzen sollen, sondern immer kritisch denken und unserem Weg an klaren Richtlinien ausrichten. Und die Maßstäbe
daran ansetzen. Vielen Dank. Chodesh Tov, Shavua Tov. Toda Rabba. Vielen Dank. Chodesh Tov. Toda Rabba. Sehr gerne. Shavua Tov, Chodesh Tov. Danke fürs Teilnehmen und viel Vergnügen in den weiteren Shiurim, in den weiteren Kursen, die angeboten sind. Und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen auch einen schönen Sommer, weil für mich ist das der letzte Kurs in diesem Semester. Und ich hoffe, dass wir uns an anderer Stelle wiedersehen werden. Alles Gute. Danke, Jonathan, ebenfalls. Alles Gute. Vielen Dank für alles.